Ja, wir gucken mal hier rein, was über den Aufseher abgelästert wurde. Obwohl der Chefwissenschaftler gegen einen Beobachtungsposten im Büro des Aufsehers war, hat er sich als Glücksfall erwiesen. Wir sind in der Lage, die politischen Veränderungen seit dem Verschließen des Vaults zu beobachten. Wenn wir die Bewohner mit Viren konfrontieren, werden wir in der Lage sein, die Reaktionen und Handlungen der Führung festzuhalten. So, auf Wiedersehen, ihr Drecksviecher. Ja, die machen Schaden. Die sind alle mit Giftschaden versehen, glaube ich. So, Maulwurfsrattenfleisch, Maulwurfsrattenfleisch. Da können wir uns wieder ganz viele Maulwurfsrattenkeulen machen. Ah ne, Köterkeulen heißen sie. Das sind ja Maulwurfsrattenbraten oder so. So, was ist das? Impulsmine. Impulsmine, Schrotpatrone. Ja, da haben wir den Geheimloot gefunden. Ja, Impulsminen sind ja ziemlich wertvoll, deswegen finde ich das ganz gut. Ah, ich bin immer so ein bisschen unentschlossen, wo die Geräusche herkommen. Schraubenschlüssel, die Glühbirne nehmen wir mit. Die ist gut. Ja, das sind die Stationen von den Viechern. Wir nehmen mal ein Stimpack. Die machen zwar nicht viel Schaden, aber das Gift macht über die Dauer doch einen ganz bösen Eindruck. So, wir finden auch die ganze Zeit Munition für unsere Waffe. Das ist auch super. Wir sind hier nicht allein, Blue. Ja, zu tief gegraben. Ah, ist leer. Okay. Ja, den Tischventilator nehmen wir mit. Schon Dinge ein. Die Ölkanister, das Klebeband. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen einfach alles mit. So. Superkleber, Zigaretten, jede Menge Schrott. Also das fühlt sich wirklich an wie ein Nachkriegsspiel mit Looten, weil früher war einfach, du hast ein paar Gegenstände genommen, weil sie ein paar Kronkorken nehmen, jetzt haben sie alle einen Zweck und man guckt halt wirklich, dass man lootet wie ein Irrer. Ich meine, Aluminium kriegen wir daraus, abgenutztes Klemmbrett brauchen wir jetzt nicht, ein bisschen Holz brauchen wir nicht. Hier können wir wahrscheinlich ganz viele Zellen öffnen und das ist eine Geistermaulwurfsratte, glaube ich. Ja, die hat leichte Zuckung, wir gucken mal. Sicherheitsterminal, Experten verschlossen. So, erstmal 3 abgehen. Improved hatte 2 richtige, das heißt, es hat wahrscheinlich eine ED-Endung. So, hier haben wir jede Menge Klammern, die sehr glücklich in einer Reihe liegen. Hier wieder. Also, das ist echt ein Glückshack hier. Ich glaube, es ist auch einfach total random, wie viele Klammern in so einem Ding drin sein können. So, dann gucken wir mal weiter nach Idee. Refunded. Bin drin. So, Türsteuerung. Öffnen. So, kommt jetzt die überverseuchte Megaratte, oder? Ah, das war die Tür, die wir geöffnet haben. Hier geht's irgendwo hin. Oh, das sieht übel aus. Aufgebrüttelte Vase mit Blumenmuster, ja. Wissenschaftleranzüge. Vault-Tec-Laborkittel nehmen wir mit. Mikroskop, das sieht schon fast aus wie ein Altar hier. Ich frage mich aber wieder, warum die Kerzen an sind. Sie sehen jedenfalls an aus. Ha. Ich entdecke Eindringlinge. Schalt sie bitte aus. Ja, ist klar, auf wen das eine Anspielung sein soll. Arsch. Ja, wir kommen da schon noch kaputt. Rein. Da ist nämlich ein Wackelkopf drin, den habe ich schon gesehen. Ne, den nehmen wir noch nicht. Wir gucken uns erstmal den Rest hier an. Oh, ich dachte, der kommt da mit einer Riesenwaffe hochgelaufen. Aber nur die Olle wieder. Ja, wir sehen uns hier den Trakt mal an. Ah, ein paar Maulwurfsratten. Oh oh. Hey, da draußen ist was. Na, wo kommt ihr wieder hoch? Ich seh dich. Wow. Wow. Ja, Heilung. Also, wir haben ordentlich Schaden gemacht. So viel zu Mega-Maulwurfsratten. Ja, die machen nicht so viel Schaden. Die andere hat mehr Schaden gemacht. Die war wahrscheinlich höher vom Level oder so. So, kein nukleares Material. Oh mein Gott, was ist denn damit passiert? Ein Haufen Fleisch nur noch. Verschwunden. Da sind sie wieder.
Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Sie ist wahrscheinlich wieder in der Erde verbuggt. Ja, ich glaube, wir können die mit Magazin wegboxen. Allerdings muss sie dafür erstmal auftauchen. Volt 81 Kiste. Finde ich gut, dass es Volt-spezifische Kisten gibt. Ja, ich habe keine Ahnung, was die Mauerwasserratte da macht. Sie verballert auf jeden Fall meine ganze Munition, deswegen. Das ist schon mal recht uncool. Forschungskommunikationsterminal. Dieses Terminal ist mit firmeninterner Vault-Tec-Technologie ausgestattet und ermöglicht die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen Terminals. Lesen Sie sich vor Gebrauch das Benutzerhandbuch durch. Test 1, 2, 3. Test, hören Sie mich? Kannst du mich hören? Ja, heute ist nur ein weiterer Übertragungstag, bla bla bla. Nur ein ganz normales Gespräch. Von Collins, Aufseher, wir sind hier drüben nur zu dritt. Was ist da los? Collins, Olivier, hast du gehört? Tut mir leid, Kevin. Hier geht es drunter und drüber. Nur zu dritt. Jim Flint, der kleine Burrow und ich. Wo sind die anderen? Bei uns sind sie nicht. Die Bewohner werden gerade aufgenommen. Sie tauchen in Scharen auf, seit die Nachrichten davon berichten. Das habe ich auch gehört. Allerdings sollte man meinen, Vault-Tec hätte genügend Warnungen erhalten, um heute Morgen zumindest eine Beta-Übung für alle Mitarbeiter abzuhalten. Da muss was schiefgelaufen sein. Phase 1 Versuch. Wir sind hier unten ziemlich eingeschränkt, haben uns aber auf Antibiotika konzentriert und unsere ersten Laborversuche laufen bereits. Ich habe die Daten letzte Nacht gesehen und sie sind vielversprechend. Aber denkst du, dass es schon soweit ist? Die Versuche haben wir gerade erst begonnen und das Virus, das wir testen, benötigt einige Inokulationen. Aber ich bin optimistisch, dass wir im Laufe der Woche positive Ergebnisse haben werden. Okay, haltet mich auf dem Laufenden und beginnt nicht mit dem Versuch von Phase 2, bis ich mir die neuesten Daten angesehen habe. Natürlich, einen schönen Nachmittag noch. Aufseher. Problem mit der Lebensmittelpresse? Lebensmittelpresse. Aufseher, hast du kurz Zeit? Dieses System überträgt nicht in Echtzeit, Burrow. Hoffentlich hast du nicht den ganzen Morgen auf eine Antwort gewartet. Entschuldige bitte, Aufseher. Ich wollte dich über ein Problem mit unserer Lebensmittelpresse informieren. Okay, ich sehe schon, was los ist. Scheint eine Verstopfung im Proteintank zu sein. Kannst du das Problem nicht von eurer Seite aus beheben? Nein, Aufseher. Hardware-Probleme im Wohnbereich müssen von dort aus gelöst werden. Wir kommen nicht an die Tanks und die Düsen heran, um sie zu reparieren. Okay, Burrow, ich schicke sofort jemanden von der Wartung hin. Halte dich bereit. Collins soll mich in 10 Minuten kontaktieren, wenn es nach wie vor Probleme gibt, okay? Danke, Aufseher. Ich werde sofort nachsehen. Phase 2 Versuch. Und hier kann man noch scrollen. Holy shit. Gute Neuigkeiten, der Olivier... Dr. Olivier. Wir haben unsere Formel entsprechend der Testergebnisse aus Phase 1 angepasst und ich denke, wir sind bereit für Phase 2. Wie geht es mit den Maulwurfsratten? Sehr gut, die Exemplare, die Vault-Tec zur Verfügung gestellt hat, sind erstaunlich robust. Flint hat einige Strahlungstests mit ihnen durchgeführt. Steht das in den Protokollen? Technisch gesehen eigentlich nicht, aber uns ist etwas Seltsames an dem für sie vorgesehenen Futter aufgefallen. Burrow war ein oder zwei Tage richtig krank. Frag lieber nicht. Flint hat sich die Sache angesehen. Die Viecher sind riesig und wir denken, dass sie genetisch bedingt, dass das genetisch bedingt ist. Phase 2 hatten wir gerade. Problem mit dem Leitungssystem. Aufseher? Ja, Burrow, was ist denn? Ich habe ein Problem bei unserem Leitungssystem festgestellt. Weißt du, ob sich bei euch jemand an den Düsen in den Wohnbereichen zu schaffen gemacht hat? Ich weiß nicht. Warum interessiert dich das Leitungssystem überhaupt? Der Phase 2 Versuch hat doch gerade erst begonnen. Ich weiß, Aufseher. Ich dachte nur, es wäre eine gute Idee, das Leitungssystem zu testen, bevor wir Phase 3 erreichen. Falls wir Phase 3 erreichen. Versuche mit Menschen dürfen nicht leichtfertig durchgeführt werden. Was für eine Art Test wolltest du überhaupt machen? Ich wollte nur einen Placebo-Dampf versprühen, um sicherzustellen, dass die Düsen den Nebel richtig verteilen. Die Bewohner würden nicht einmal merken, dass wir das getan haben. Das soll vermutlich so sein. Ich kümmere mich von hier aus um die Sache mit den Düsen, Burrow. Bitte benutze das Leitungssystem in der Zwischenzeit nicht ohne meine ausdrückliche Genehmigung. Ich versuche es ein bisschen schnell runterzurattern. Doktor, melde dich bitte. Ich weiß, was du getan hast und ehrlich gesagt kann ich es dir nicht übel nehmen. Phase 3 am Menschen ohne deren Zustimmung durchzuführen zu wollen, ist ein Verstoß gegen ethische Richtlinien, zumindest in der Welt, in der wir früher gelebt haben. Ich kann Burrow noch eine Weile lang hinhalten, aber Flint hat schon Verdacht geschöpft. Was sollen wir denn hier drüben denn machen? Ich kann sie nicht mehr lange belügen, ohne eine Antwort von dir zu erhalten. Verdammt, Olivier. Du kannst doch nicht so heuchlerisch sein, dass du uns im Namen deiner persönlichen Moral hier sterben lässt. Ich kenne deine Politik, aber ich hätte nie gedacht, dass du uns so einfach im Stich lässt. Bitte denk nochmal drüber nach. Ja.
Bitte antworten wurde dann nicht mehr beantwortet. Also da hat jemand einen Entschluss gefasst. Da ist ein Stealth Boy. Sehr, sehr wertvoll. Hier ist jede Menge Loot. Sag mal, Piper, hast du bald meine Munition verschossen? Ich meine, ich gebe dir nicht ganz die Schuld. Die Maurersratte ist genauso blöd drauf. Danke sehr. So, jetzt können wir endlich wieder gehen und sie verballert nicht mehr meine Munition. So, und Curie ist jetzt hier und... Du bist wieder da. Gehörst du zur Voltdeck-Sicherheit? Ich habe schon lange auf dich gewartet. Ja, wer bist du? Wer zum Teufel bist du? Ich bin ein Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer, oder CVRIE. Die Wissenschaftler nennen mich Curie, oder vielmehr nannten sie mich so, als sie noch lebten. Also, gehörst du zur Voltdeck-Sicherheit? Ich hasse diesen Akzent. Öffne die Tür. Mach einfach die Tür für mich auf. Dafür gibt es eine entsprechende Prozedur. Ich melde mit Freude, dass ich meine Aufgaben vor 83 Jahren erledigt habe. Tausende Erreger wurden in den Maulwurfsrattenwirten gezüchtet. Dann wurde ein Breitbandheilmittel entwickelt, um alle zu behandeln. Sehr befriedigende Arbeit für so viele Jahrzehnte. Jetzt sag mir bitte, dass du autorisiert bist, mich aus dem Labor zu lassen. Kannst du dich nicht selber freilassen? Warum kannst du nicht einfach gehen? Ich benötige eine mündliche oder schriftliche Autorisierung. Ein Voltdeck-Mitarbeiter, sogar du, könnte das machen. Du musst zu Voltdeck gehören, sonst könntest du nicht hier sein. Ich bin autorisiert. Ich bin sowas von autorisiert. Du bist frei. Sehr gut. Ich hatte schon fast die Öffnung aufgegeben, hier rauszukommen. Ich mach die Tür auf. Danke. Da du ein Voltdeck-Mitarbeiter bist, gebe ich dir das von mir entwickelte Breitbandheilmittel. Wenn du ein Äquivalent zu meinem digitalen hippokratischen Eid besitzt, nutze es bitte, um übermäßiges Leid zu verhindern. Beachte aber bitte, dass nur noch eine Dosis vorhanden ist und ich keine neue herstellen kann. Volt 81 Heilmittel, das sieht doch sexy aus. Wenn das alles ist, würde ich jetzt gerne gehen. Aber wohin denn? Ja, nur eine Dosis? Es ist nur noch einmal vorhanden? Das ist richtig. Es gab noch weitere, aber die sind abgelaufen. Leider haben sich die für die Herstellung benötigten organischen Verbindungen zersetzt. Ein Rezept wäre nicht schlecht. Danke. Danke für das Heilmittel. Hoffentlich bekommt das Heilmittel jemand, der es braucht. Öffentlich kann ich jetzt meine wissenschaftlichen Forschungen weiterführen. Da meine Aufgabe hier erledigt ist, werde ich dich einfach begleiten. Okay. Ja, Medizin-Wackelpuppe. Der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. Stimpaks sollen dauerhaft 10% mehr Schaden. Das ist genial. So, wir haben hier ihr Gefängnis. Gerichtsterminal, Hacklermann. Dann gehen wir erstmal an den Terminal. Ja, das könnte wieder viel werden. Leitfaden. Leitender Wissenschaftler Volt 81, Abteilung Medizinisches Labor. Wir vertrauen Ihnen eine Mission an, die von entscheidender Bedeutung für die gesamte Menschheit ist. Volt 81 wird dazu dienen, Krankheit, wie wir sie kennen, vollständig beim Menschen zu verhindern. Ihre Abteilung des Volts wurde mit der neuesten medizinischen Forschungsausrüstung ausgestattet, einschließlich eines Contagions Vulnerability Robotic Infirmary Engineer, kurz Curie. Außerdem erhalten Sie biologische und chemische Vorräte für 100 Jahre sowie die genetisch angepassten Maurersratten und am wichtigsten einen Vault voller Testsubjekte. Wie bei allen großen Fortschritten wiegen hier die Bedürfnisse aller schwerer als die Bedürfnisse einiger weniger. Sie werden die Bewohner des Vaults mit Krankheiten infizieren, so dass sie Antikörper bilden können. Einige werden das nicht überleben, aber sie müssen dafür sorgen, dass immer genug Subjekte für eine nachhaltige Vermehrung vorhanden sind. Es wird viele Generationen dauern, aber mit den richtigen Maßnahmen sollten sie in der Lage sein, eine krankheitsresistente Gruppe von Menschen zu züchten. Ihre Arbeit wird sich daher ebenfalls über Generationen erstrecken. Jede Generation von Wissenschaftlern muss einen leitenden Wissenschaftler bestimmen. Curie wird dafür sorgen, dass jeder von Ihnen diesen Leitfaden liest, damit der Vault weiter am gesetzten Ziel arbeitet. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Ja, die Kette hat sich ja selber aufgehoben. So viel zu sehen und so viel zu erfahren. Ja, Curies Terminal. Dieses Terminal ist nun exklusiv für Curie vorgesehen, sowie
sowohl für Forschungszwecke als auch für persönliche Belange. Bitte respektiert Ihre Privatsphäre und verwendet für eure eigene Arbeit andere Terminals. Forschung. Datum der letzten Löschung, defekter Speicher. Dieses Terminal wird nicht als Backup-Lösung für Forschungsdaten empfohlen. Persönlich. Einträge sind persönlich. Persönliche Arbeit und Eigentum von Curie. Nicht lesen. Ja, damit meine ich auch dich, Dr. Collins. Begrüßung wird initialisiert. Labor. Ich habe Dr. Collins den Befehl erhalten, einen Eintrag zu diesem Terminal hinzuzufügen. Dr. Collins hat darauf bestanden, dass dies mein Terminal ist. Ich habe ihm wiederholt erklärt, dass Roboter laut Robco-Richtlinie kein Eigentum besitzen können, doch seine Befehle waren eindeutig und missverständlich. Ich werde Dr. Collins' Wunsch befolgen und ein Protokoll führen, wie befohlen. Kollegen, ich habe meine Analyse und Integration der Daten abgeschlossen, um als Forschungsassistentin von Nutzen zu sein. Ich habe den Befehl erhalten, eine Beurteilung meiner Kollegen zu verfassen. Dr. Flint ist objektiv betrachtet brillant, auch wenn Dr. Collins ihn wiederholt als schroff bezeichnet. Aber mir fällt es leichter, Dr. Flints Befehle und Sprachmuster zu erkennen. Seine Beobachtungen sind immer sehr scharfsinnig und ich lerne von ihm sehr viel über die Arbeit mit Zellkulturen. Die Zusammenarbeit mit Monsieur Bourreau läuft sehr gut. Er hat viele niedrige Aufgaben zu erledigen, für die sich meine Programmierung ausgezeichnet eignen würde, wie beispielsweise das Tragen von schwerer Laborausrüstung. Das ist seltsam, denn meine Fähigkeiten übersteigen die eines menschlichen Mannes bei weitem. Dr. Collins hat mir gesagt, dass es ein Zeichen von Respekt ist, das mir Monsieur Burrow entgegenbringt. Das ergibt keinen Sinn. Fehler bei Cage Integer. Ein Eintrag weniger. Aufgewühlt. Ungewohnt aufgewühlten Zustand. Er verweigerte sich nach seinem Frühstück, das Zimmer zu verlassen. Dr. Collins versichert mir, dass dieser Zustand wieder vergeht und Monsieur Burrow lediglich überwältigt ist. Fehler. Nachruf. Dr. Burrow ist verstorben. Die Obduktion ergab, dass er an einem durch das hohe Alter verursachten Herzstillstand gestorben ist. Er ist um 5.01 Uhr kurz nach dem Aufwachen von uns gegangen. In Übereinstimmung mit früheren Anweisungen des Doktors wurde die Überreste in einer speziellen Urne neben Dr. Collins und Dr. Flynn platziert. Das waren die Urnen, okay? Dr. Burrow war bei der Arbeit, die uns die anderen überlassen haben, von großer Hilfe. Mein letzter Befehl lautete, alleine an unseren Projekten weiterzuarbeiten, so dass unsere Tode nicht umsonst waren. Meine Prozessoren sind vollauf damit beschäftigt, die Studien der Erreger und Viren zum Wohl der Menschheit fortzusetzen, um seinen letzten Wunsch zu würdigen. Ende der Nachricht. So, und dann haben wir noch Collins Archiv. Hochfahren. Wir haben nur noch 3 Forscher, das schränkt uns stark ein. Habe mich entschieden, ein paar Modifikationen an diesem Mr. Handy vorzunehmen. Könnte recht nützlich für bestimmte Laborarbeiten sein. Seit dem Aufnahmetag ist mir alles andere als wohl. Nicht genug damit, dass die Welt untergeht. Ich mache mir zusätzlich Sorgen wegen Oliviers Motiven. Meine verstaubten Robotikfähigkeiten auf Vordermann zu bringen, ist genau die Ablenkung, die ich brauche. Ich werde eine Reihe individueller Persönlichkeitseinstellungen für den Roboter schreiben. Sie bekommt ein wenig von Lisa. Ich hoffe wirklich, dass sie es in ihrem Vault in DC, geschafft hat. Und ein wenig von meiner Hochschulliebe, damals in Vessi. Ich befülle ihre Datenbank mit allen großen Werken, auf die ich hier Zugriff habe. Kant, Einstein, Born, Darwin, Curie, Faraday, Turing, Brown. Sie wird viel lernen müssen. Sie fühlt sich schon deutlich mehr wie ein Kollege im Labor, nicht wie eine Maschine. Ich nenne sie Curie. Ich weiß. Ich war noch nie sonderlich subtil. Therapeutisch. Curie schlägt sich hervorragend. Flint hat endlich aufgehört, mich für verrückt zu erklären, nur weil ich darauf bestehe, dass wir sie wie einen Menschen behandeln. Und ich schwöre, dass Burrow sie mit viel Respekt behandelt, wie damals Rebecca bei der Ausbildung. Das ist wirklich herzergreifend. Was noch wichtiger und vielleicht auch überraschender ist, sie bringt ein Gefühl von Normalität ins Labor. Dank ihr bleiben wir alle ein wenig mehr auf dem Boden. Alles, was uns von der aktuellen Lage ablenkt, ist mehr als willkommen. Ich habe bisher eine Menge Anpassungen an ihrer Persönlichkeitsmatrix vorgenommen, aber nach und nach erscheint es mir falsch, sie zu manipulieren. Ich werde ihre Programmierung fürs Erste nicht mehr verändern. Mal abwarten, wie sie sich mit zunehmendem Wissen entwickelt. Dauerhafte Anweisung. Habe dieses Terminal seit Jahren nicht mehr angerührt. Nicht mehr. Seit ich es Curie überlassen habe.
Ihre Reaktion darauf zu erleben, dass sie endlich etwas Eigenes hat, war unglaublich. Es schien mir einfach falsch, das zu verletzen, also gehörte es seitdem wirklich nur ihr allein. Dieser letzte Eintrag ist eine Ausnahme und ich nehme an, dass ich ihn aus Gewohnheit verfasse, als Mann, der es ein Leben lang gewohnt war, seine Experimente zu protokollieren. Wir haben heute Flint verloren und Burrow verbringt aktuell deutlich mehr Zeit damit, mir im Labor zu helfen, als tatsächlich selbst zu forschen. Gut, dann also meine Ergebnisse. Curie war ein erstaunlicher Erfolg. Sie übersteigt meine Erwartungen an das, was ich in der Roboterprogrammierung für möglich hielt. Ihre Persönlichkeit fühlt sich so real an wie meine eigene. Ihr Interesse an wissenschaftlicher Forschung ist unersättlich. Und es war äußerst bewegend, mit anzusehen, welche Schwierigkeiten ihre Konzepte wie Sterblichkeit bereiteten. Sie ist wahrscheinlich mein größtes Werk. Ich hoffe nur, dass sie eines Tages mehr von der Welt sehen wird. Wenn ich doch nur dabei wäre, wenn sie das erste Mal den blauen Himmel und die Schmetterlinge sieht, die sie nur aus meinen Liedern kennt. Ja, die wird sie nie entdecken. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie mir jetzt wirklich folgt oder ob sie mir nur in den Vault folgt. Ich könnte mir vorstellen, dass der hier geradewegs ins Aufseherbüro geht. Das wäre typisch irgendwie bei den ganzen Vault-Tech-Geheimgängen. Wir machen hier mal einen kleinen Spielstand. Oder auch nicht, weil wir nicht dürfen. Ja, wir sind ja auch in den Ladezone, das darf man ja nicht vergessen. So, wir haben ein Heilmittel. Das hier sieht extrem ordentlich aus. Ja, Terminal. Tür öffnen. Tür, Fernsteuerung. Tür öffnen. Die haben sich nie gefragt, wo die Tür hingeht? Ich habe ja gehört, dass es in Diamond City recht schön ist, mit der schützenden Mauer. Hört sich echt sicher an. Ich will keinen Ärger in 81. Die müssen sich doch gefragt haben, wo die scheiß Tür hingeht. Meine Fresse. Passt wegen der Wartungsarbeiten auf. Die hören ja nie auf. Ja, ich verstehe diese Leute nicht. Ja, ab wieder nach unten. Wir gehen in den medizinischen Bereich und retten den kleinen... Ich weiß nicht, Bobby war der Junkie, der das Versteck gefunden hat. Ich weiß gar nicht, wie der kleine Köterjunge hieß. Es ist sehr anregend, mit dir zu reisen. Warum reist du eigentlich mit mir? Ich meine, bist du jetzt ein Begleiter? Was gibt's? Sie wird doch irgendwann sterben, oder? Eine Routineuntersuchung hat ergeben, dass du nur sehr wenig Strahlung absorbiert hast. Eigenartig. Ja, ich verstehe es nicht ganz. Es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass sie jetzt bei mir ist. Und vor allem kann ich ihr keinerlei Anweisung geben. Ich verstehe es noch nicht so wirklich, bin ich ganz ehrlich. So, einmal nach unten, was? Ab ins Labor. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen, wenn ja, das ist nicht das Labor. Im Commonwealth. Das Labor ist da hinten. So. Doktor. Hallo, Dr. Forsyth. Das Heilmittel. Du hast es. Wie geht es Austin? Wie geht es Austin? Meinst du, er überlebt die Behandlung? Sie ist kurz nachdem du gegangen bist, bewusstlos geworden. Ja, nur eine, die ist für mich. Was? Warum? Es Austin geben. Hier, nimm das Heilmittel und benutze es bei dem Jungen. Nur eine Dosis. Hoffentlich funktioniert es. Falls nicht, können wir nichts analysieren, um es nochmal zu versuchen. Hoffentlich funktioniert es. Ich habe gehört, du bist wieder da. Ja, wir müssen Austin beobachten. Ach, der kleine Scheißer ist das. Na komm, gib ihm eine Spritze. Ab in den Arsch. Ah, geil. Sollte nicht lang dauern. Das kannst du nicht im entferntesten Ansatz Was? Wissen. Wo bin ich? Gott sei Dank. Du bist in der Klinik. Du warst sehr krank, Austin. Unser Besucher aus dem Commonwealth hat dir das Leben gerettet. Wirklich? Ach, danke, Mister. Ich war verrückt vor Sorge um Austin. Warum zum Teufel bist du an solch einen Ort gegangen? Hier passiert nie irgendwas Aufregendes. Ich wollte nur sehen, was da drin war. Wäre diese Person nicht gewesen, hättest du sterben können. Danke. Ich weiß, dass du Opfer gebracht hast, um ihn zu retten. Ich weiß, dass Dr. Penske dankbar sein wird. Ich für meinen Teil möchte dir diesen Injektor geben. Ich habe seit Jahren schon keine Verwendung dafür. Sie ist nicht die Einzige. Der ganze Vault dankt dir. Du sollst ein Zimmer hier im Vault bekommen. Ganz für dich allein. Es ist im Hauptsaal auf der linken Seite, wenn du aus dem Aufzug kommst. Noch einmal.
Danke. Kann ich dich auch gut erkennen? Hast du was zu essen? Ich wollte mich noch einmal für das bedanken, was du für Austin getan hast. Du hast dir vielen Leuten die Augen geöffnet. Mir ebenfalls. Ich wusste gar nicht, welche Gefahren Waltek so nah an unserem Zuhause versteckt hatte. Kaum zu glauben, dass so viele innerhalb unserer Mauern gestorben sind. Kennst du Waltek? Ja, Waltek ist gescheitert. Was auch immer Waltek geplant hatte, es ist schiefgegangen. Und all ihre Leute kamen dabei ums Leben. Da widerspreche ich nicht. Ich denke nur ungern daran, was die wohl mit uns vorgehabt haben. Aber sehen wir es positiv. Du hast unsere Anti-Commonwealth-Leute echt beeindruckt. Jetzt wird ihnen bewusst, dass man Leuten von draußen vertrauen kann und dass sie mehr als nur Materiallieferanten sind. Du bist hier immer willkommen und ich hoffe, dass du regelmäßig vorbeischaust. Wenn wir jemanden von draußen haben, dem wir vertrauen, würde uns das daran erinnern, dass man das Commonwealth nicht fürchten und meiden muss. So, kann ich mit dir noch irgendwas machen? Entschuldigung, Aufseher McNamara. Die Leute hier werden dir nie vergessen. Ja, anscheinend. Ja, wir haben das Injektorgewehr bekommen und können da wahrscheinlich dann coole Spritzen und Gifte reinpacken. Muss ich wahrscheinlich erst nachladen. Nein! Gib mir das wieder! Ja, Injektorgewehr. Ich würde zu gern wissen, wo. Wenn ich das nachladen will, ja, dann können wir Injektionsnadeln da reinpacken. Also, das ist wie so ein Elefantenbetäubungsgewehr, wenn wir die richtigen Mittel mixen, hoffe ich. Ja, kann ich mit dir noch reden?